Okay, das war ein nettes Easter. Das war nett. Das war nett. Das Lächeln noch dazu, das war gut. Das war sehr schön. Sieht schlimm aus, was, Doc? Ist nicht so schlimm. Halt still. Wie ist das passiert? Okay. Ja. Das gestochen. Nein, sie dachte, er wäre tot. Hey, Mann. Geht's dir besser? Die Schmerzmittel wirken, also, ja. Halt euch. Was macht die Hand? Lass wohl die meisten meiner Finger behalten. Hey, Bruder. Man braucht ja nur drei. Oder nicht? Alter. Ich weiß, es ging alles so schnell. Hätte aber schlimmer sein können. Wenn man vom Teufel spricht. Hey, Leute. Wie geht's dir, Melone? Nur noch ein paar Stiche und ich bin so gut wie neu. Okay, Leute, ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey, Mel. Entspann dich. Klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Nora, konntest du dich ausruhen? Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Wie geht's, Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Jemand sollte Owen Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Twitch Prime ist... Die Zimmer, die Abo-Falle hat mich die Zicke. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Hey Doktor, danke schön für 3 Monate, Maga. Oh mein Gott. Sind das alles unsere? Ja. Und es werden stündlich mehr. Sag nichts zu Mel, okay? Nora. Jetzt noch nicht. Komm her. Wer ist in dem Leichensack? Oh, scheiße. Es ist Danny. Tommy leistet gute Arbeit. Owen. Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen wurden ein paar Scars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück, mit einer Kugel im Bauch. Pinche Scars, hijos de puta! Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los ja, war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also, sagt mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Mann! Warum hat Isaac keinen Suchtrupp für Owen losgeschickt? Vielleicht hat er und Nora weiß es nur nicht. Scheiße, das hoffe ich. Wir suchen Isaac. Er ist drin. Geht rein. Danke. Wen haben wir Twitch denn? Twitch is not a crime. Was geht, Leute? Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ah, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Ist klar. Man sieht sich. Ratzfatz, danke für dein Prime. Und moinsen. Ist das Opferlamm. Denn es wird erlöst im Licht ihres Geistes. Das hier fehlt mir echt nicht. Verhaben ist das Scheiße. Der Gestank ist furchtbar.
Nach diesem Morgen. Danke. Wäre ich gern mal kurz mit denen allein. Verständlich. Hey, Abby. Wir müssen hoch. Isaac ist da drin. Na. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Sir, Abby und Maddie sind hier. Sie nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Hab gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bas? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie? Dann? Ein neuer Waffenstillstand? Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Wann kommen er und Danny zurück? War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm? Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache Nein. auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Nein. Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ja. Verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später.
Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt. Nicht wahr? Was? Nein. Abby. Nicht. Ich bin morgen früh zurück. Solange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Hör auf! Ich bring dich um! Was? Ich mein's ernst, hör auf! Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand, oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht, es ist zu hoch. Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst, ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Abby! Ich bin hier, du Arschloch! Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich hab da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Ja, dann los. Wir müssen zurück. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Owen. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Die Flucht holen. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja. Bestimmt einer von diesen Zoos. Bloß für Fische. Klappe. Sieh dir das Jungtier an. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Wir haben keine Punkte. Sie sind braun.
Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Dann richtig antworten. Danke. Ofenkartoffel? You're right. Hilf mir mal damit. Yep. Na los. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Au, au, au! Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Ja, aber du liebst diesen Spinner. Also was sagt das über dich aus? Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Willst du es dir ansehen? Vielleicht können wir loslegeln. Segeln. Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Was wohl aus ihnen geworden ist. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Was für ein Optimist. Okay, genug von diesem Boot. Na, Lust auf den restlichen Fischzoo? Meinst du, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. Hinten ist doch noch eine Tür. Oder auch nicht. Meinst du, du kommst da durch? Hilf mir da hoch. Ja. Yep. Hier. Okay. Ach du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. Also, wir sehen uns schnell mal um und dann... Kehren wir zurück. Aha. Ja, nur dass das noch gar nichts ist und du mich noch anflehst zu bleiben. Hey, Q6, moin. Sie fischen? Oh mein Gott. Wow, sieht man nicht jeden Tag. Pfund. Ich weiß nicht, wie viel 180 Pfund in Kilo sind. Wie dick ist das Glas?
ist ein Aquarium im Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Eine andere Welt, was? Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ha, dir gefällt's doch. Sei doch still. Also, wie wär's mit Owen? Du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort... Oh Gott. Ob das wohl unser Kapitän ist? Shit. Seine Kinder haben sich den Scars angeschlossen. Scheiße. Tja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Scars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv, aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Das ist nicht dasselbe. Ich sag ja nur... Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Ach, zum Glück haben wir Zettel gefunden, Chat. Aber man muss sagen, dass die Abby-Seite... um Längen besser ist als die Ellie-Seite. Es hat halt einfach nur 16 Stunden gedauert, bis man einen Tiefgang gekriegt hat. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Den hier. Wir sind ja immer noch nicht in der Gegenwart. Wie wär's mit? Das wäre hier Vergangenheit. Geschafft. Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben. Hier ist Joel noch nicht tot. Hier ist Joel noch nicht tot. An der Stelle. Bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht. Unterschauen. Nein, hier ist Joel noch nicht tot. Geht doch. Das ist Vergangenheit und jetzt noch weiter in die Vergangenheit. Das ist Jugend, Abby. Wir wissen auch nicht, ob der Vater tot ist. Noch nicht, an der Stelle. Sieh dir die an. Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich meine, er ist ein Scar. Hast du vielleicht... Scheiße, hoffentlich nicht. Wow. Komm hier rein. Wow.
Ja. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. Geht es dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Kann ich dir das ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat. Scheiß auf Danny! Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. Bei zu viel des Gas habe ich schon wieder so ein zuckendes Auge. Hey. Danke. Hierfür? Ja, alles andere. Ja, du bist ein guter Freund. Ha, komm schon, Abs. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Sieht gut aus. Na los. Fox. Owen ist jetzt Aquaman. Okay. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich geb mir Mühe. Im Ernst. Pass gut auf dich auf. Bis dann. Yay.